Ein herzliches Willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben, hier zu einer neuen Folge Mass Effect. In der letzten Folge sind wir zum Schluss noch auf Ilos gelandet. Ilos ist eine, ein Planet, der scheinbar, oder der mit die größten Ruinen der Proteaner hat. Und auf dem Saren tatsächlich gelandet ist, weil er hier die Röhre sucht. Und mit der Röhre, mit Hilfe der Röhre, will er die Reaper in die Galaxis bringen. Wir sind Saren jetzt hier auch schon hart auf der Spur. Er hat uns den Weg abgeschnitten mit einer Tür, mit einem Sicherheitstor. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Schalter zu dem Sicherheitstor. Haben wir die jetzt auch erwischt? Ja, eine kleine Info. Tatsächlich nehme ich heute nicht an einem Samstagmorgen auf, sondern an einem Freitagmittag. Es ist 2:30. Der Grund ist, dass ich im Moment tatsächlich Sommerurlaub habe. Und kommenden Samstag, also morgen früh, packen werde, weil ich am Sonntag wegfahre und deswegen keine Zeit haben werde, morgen zu packen. Oder morgen aufzunehmen. So, weil ich packe. Und deswegen nehme ich heute mal auf. Und produziere da auch einmal mal ein bisschen vor. Gut. So, wir sehen hier. Das mal Proteaner waren? Ich weiß es nicht. Es sieht sehr seltsam aus. Hatten einen sehr außergewöhnlichen Kunstgeschmack, die Proteaner. Rex und Ashley, die mich hier tapfer unterstützen. Schrotflinte, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr. Das wird wahrscheinlich nichts sein, was wir brauchen können. Oh, doch, tatsächlich. Ausrüsten, ja. Leer, na gut. Ja, doch ein bisschen Ausrüstung, was die brauchen könnten. Ja. Hier, Ausrüsten. Okay. Aufsteigen können wir nicht. Gut. Das wollte ich. Dann schauen wir mal, wo wir den Schalter finden. Wir werden hier auch von ordentlich geht malträtiert, weil wir natürlich für Saren hier den ganzen die Stellung halten. Oh ja. Moment, das Telefon. So, dann sind wir dann auch schon wieder zurück. Ah, ja. Das Familienleben. Aber, alles gut.
Hier ist noch irgendwo einer. Da hinten. Ja. Wo hatte ich denn rausgefunden, wie man... Na. Schon wieder vergessen. Bei der ersten Aufnahme hatte ich es auch rausgefunden, wie man zoomen kann. Oder näher ranzoomen kann. Aber... Oh. Ein Aufzug. Wow, der sieht ja sehr vertrauenserweckend aus, der Aufzug hier. Natürlich Fertigkeit zu gering. Liegt daran, dass ich hier Ashley und Rex dabei habe. Weil ich hier dann doch Kampfkraft brauche. Und natürlich meine Technikfähigkeit selbst etwas zu gering ist. Aber so schlimm ist das nicht. Wir kommen auch so klar. Wir haben schon eine ganze Menge Sachen dabei. Wir sind ganz gut ausgerüstet. Da passt das schon. Pioniert. Haha. So. Ah, wir haben es geschafft. Fahren wir in die Katakomben. Hier gibt es noch Strom. Dieses System hat anscheinend einen eigenen Generator. Ich wette, dies ist der Kommandoraum für den ganzen Komplex. Sarens Truppen müssen von hier aus die Türen versiegelt haben, nachdem er reingegangen ist. Wir müssen herausfinden, wie wir die Sicherheitsblockade aufheben können, um in den Bunker hereinzukommen. Ja, das sollte machbar sein. Da ist ein Gate. Das Wackeln kriege ich nicht im Griff, aber es ist egal. Oh, Mist, gekriegt. Ah, ich wollte. Hier schwer verteilt. Oh, die haben hier Kampfläufer. Es ist ja ganz gut, dass sie die nicht eingesetzt haben.
So. Da. Können wir nach hier oben? Hier oben ist nämlich tatsächlich unser Ziel. Da haben wir uns endlich die Konsole gefunden, mit der wir die Sicherheitstüren öffnen können. Da müssen wir hin. Das ist das Sicherheitssteuerpult. Können wir hier oben noch gucken, ob da noch irgendwas Interessantes rumliegt. Nö. War ja klar. Na gut. So, haben wir wenigstens ein bisschen Sport gemacht. Wir öffnen mal die Konsole. Wir müssen uns beeilen. Saren hat bereits einen Vorsprung. Wir müssen ihn finden, bevor er die Röhre findet. Falls er sie noch nicht gefunden hat. Ja. Ansonsten laufen wir in eine Falle. Naja. Dieses Risiko müssen wir eingehen. Moment. Da passiert gerade. Zu spät. Können nicht. Invasionsflotten. Keinen kommen. Vielleicht eine Art Nachricht. Aber ich verstehe diese Sprache nicht. Könnte proteanisch sein. Dann muss diese Aufzeichnung 50.000 Jahre alt sein. Kein Wunder, dass wir sie nicht verstehen. Ja, ich kann das verstehen. Die Nachricht ist verstümmelt, aber ich kann einige Worte verstehen. Es ist eine Warnung vor einer Reaper-Invasion. Unglaublich. Die Dechiffrierung muss ihnen ein Verständnis der proteanischen Sprache übermittelt haben. Nicht sicher. Suchen Schutz. Den Archiven. Was wird da gesagt? Können Sie es verstehen? Nein, Reaper. Die Zitadelle. Überwältigt. Einzige Hoffnung. Verzweiflungsakt. Die Röhre. Alles verloren. Oha, es ist nicht sehr deutlich. Etwas über die Röhre, aber es ist zu undeutlich, um es interpretieren zu können. Wir müssen los. Nicht aufzuhalten. Nicht aufzuhalten. Oha. Also das klingt schon sehr verzweifelt für die Proteaner. Da scheint es ja dann doch einiges zu erwarten mit der Reaper-Invasion. Aber schon mal gut, dass wir die proteanische Sprache jetzt verstehen. Das dürfte hier auf Ailos in den Proteaner Ruinen dann doch schon mal einiges einfacher machen. Ist natürlich schade, dass wir die Liara Tassoni nicht dabei haben, die da hier bestimmt Spaß hätte. Aber naja, wie gesagt, ich brauche hier eher Kampfkraft als Wissenschaftler oder Techniker. Von daher geht das halt jetzt nicht anders. Ob wir den Panzer nehmen sollten, um in diesen düsteren Untergrundbunker einzudringen? Gute Idee. Wir können etwas Feuerkraft gebrauchen. Ja? 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 Wirklich? Wirklich? Ja, wir nehmen den. Ja, wir speichern erstmal noch. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Ja, die böse Überraschung kommt noch wahrscheinlich. Ja. Kleine Info am Rande. Was wir hier sehen, sind Stase-Kapseln für Proteane übrigens. Ich dachte, da wäre eine Tür gewesen. Aber doch nicht. Was sind das für Dinge an der Wand? Ach ja. Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stase-Kapseln. Wahrscheinlich haben die Porteaner versucht, mit Hilfe von Chloroform zu überleben. Aber irgendetwas ist dabei schiefgelaufen. Dieser Bunker wurde zum Sarg. Sie
Kapseln und ihre Inhalte sind jedenfalls tot. Wirklich alle? Hier sind hunderte von diesen Kapseln. Was hat Saren gehofft, hier zu finden? Hier gibt es nur Leichen. Tja. Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Oh, aber da ist die Tür offen. Okay. Oh, was ist hier? Kann man das bedienen? Nee. Na gut. Kommt hier auch nicht durch. Nee. Na gut. Oh, hinter uns ist auch ein Kraftfeld. Juhu. Also doch eine Falle. Okay, da das der einzige Weg ist, steigen wir mal in den Aufzug. Oha. Was zum Teufel ist da unten? Ist das nur eine weitere Falle oder haben wir endlich mal etwas Glück? Erhoffen Sie sich nicht zu viel. Wir können uns jetzt nur auf uns selbst verlassen. Genau. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Ja. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal, wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Oha. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Okay. Was will er denn? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel. Zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Okay. Das bedeutet, wir haben keine Chance. Die Reaper können den Rat und die Zitadellflotte mit einem Überraschungsangriff auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Okay. Alle? Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Oha. Warum sind sie wieder gegangen? Eine Sache verstehe ich nicht.
Wohin sind die Reaper gegangen, nachdem sie ihre Leute besiegt hatten? Unsere Welten waren ausgebeutet. Durch diese indoktrinierten Sklaven. Alles von Wert, alle Ressourcen und Technologien waren geraubt worden. Nachdem die Reaper sich sicher waren, alles organische Leben ausgelöscht zu haben, zogen sie sich über das Zitadellportal zurück in den Orkusnebel und versiegelten das Portal. Alle Hinweise auf die Reaper-Invasion waren beseitigt worden. Sie ließen nur ihre indoktrinierten Sklaven auf sich allein gestellt zurück. Geistlose Hüllen, die zu keinen eigenen Gedanken fähig waren und schon bald verhungerten oder an atmosphärischer Strahlung starben. Damit war der Genozid der Proteaner komplett. Okay. Was sind die Gründe? Was sind die Beweggründe der Reaper? Wieso wiederholen sie dieses Genozidmuster wieder und wieder? Die Motive der Reaper sind für uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht benötigen sie Sklaven oder Ressourcen. Wahrscheinlich aber werden sie von Motiven angetrieben, die organische Lebewesen niemals nachvollziehen können. Aber das ist nicht entscheidend. Ihr Überleben hängt nicht davon ab, dass sie sie verstehen, sondern aufhalten. Ja, das stimmt. Aber wie halten wir sie auf? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Okay, nicht entdeckt worden? Wie haben Sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive. Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Oha, sie haben sich nur versteckt und nicht gekämpft? Sie hätten kämpfen sollen. Wir waren wenige hundert gegen eine galaktische Invasionsflotte. Unsere einzige Hoffnung war, unentdeckt zu bleiben. Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Zitadellportal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Okay, ja. Sie waren darauf programmiert, sie zu schützen, nicht sie zu töten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Aha. Keeper? Also Keeper sind diese spinnenartigen grünen Tiere, die wir mal gescannt haben. Die Keeper stehen noch unter dem Einfluss der Reaper? Die Keeper werden durch die Zitadelle kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadellportal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadelle und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadelle gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Ah, okay.
Deswegen brauchen sie Saren und deswegen ist Saren hier wahrscheinlich an der Röhre, ne? Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Zitadelle zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadelle überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Okay. Das heißt aber, dass wir Hilfe brauchen. Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadelle überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadelle? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Na gut. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Alles klar. So, neue Ausrüstung. Okay, dann können wir erstmal bei Ashley hier noch die Waffe aufrüsten. Und wir können alle noch mal eine Runde aufsteigen. Dann gehen wir auf den Sturmpionier. So. Ashley, Schildboost. Rex, Warp. Alles klar. Wettlauf gegen die Zeit. Die Zitadelle retten. Saren hat die Röhre genutzt, um auf die Zitadelle zu gelangen. Sie müssen ihn davon abhalten, die Kontrolle der Zitadelle an die Sovereign zu übertragen. Gut, das können wir. So, dann begeben wir uns wieder nach oben, zu unserem Marco. War ja dann schon sehr aufschlussreich, unser Gespräch da mit Vigil. Ich kann es nicht glauben. So viele Tote. Alles war umsonst. Die Proteaner sind den Reapern direkt in die Falle getappt. Genau wie... Gehen wir weiter. Ich habe nicht vor, wie sie zu enden. Das stimmt allerdings. So. Das Kraftfeld ist weg. Ich habe heute noch nichts getrunken. Das ist der Marco, der so fährt. Bitteschön, Klatsche. Na toll. Na, jetzt aber. Ui.
Okay. So, haben wir den auch erledigt. Endlich. Was die Gegenwehr ist ja schon ordentlich, ne? Steht er wieder auf? Ach ne, da ist das. So. Ich speichere noch mal kurz. Und, ja, an dieser Stelle beende ich die Runde mal. Einfach weil... ja, wir die schöne Überraschung, das Ende, quasi dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen in Ruhe genießen können. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn wir jetzt nochmal eine ganze Menge Infos bekommen, ne, von wegen, wie die Proteaner es geschafft haben, doch noch irgendwie für die Nachgeneration, für die nächste Welle quasi dann zumindest eine Lösung gegen die Reaper zu finden, wenn sie es selber schon nicht mehr geschafft haben. Und ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir es schaffen werden, die Reaper-Invasion aufzuhalten. Und ja, damit verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!